heute Markus Geis mit dem Pilatus Pelikan SG2. Er hat den Flügel komplett selber konstruiert, aus Holz gebaut und mit Aluminium verpflanzt. Also das ist ein Baudi. Er hat 5,5 Meter Spannweite, hat 75 Kilo Abfluggewicht und ist mit einem Sternmotor Wallach 420 Kubik bestückt. Fantastisches Flugwerk. Flügel ist aus Halsaholz, Speerholz. Sicher einen Applaus an Markus für die tolle Darbietung plus die Leistung von der Weltbauer. Die Bäume sind dann näher, Markus. Spektakuläre Modelle, er hat riesige Segelflügel konstruiert, hat Motorflügel in diverse Größen konstruiert und immer Papierpläne, respektive heute CAD, hat sich das Original ausgesucht und dann mit den entsprechenden Unterlagen das Modell nachgebaut. Auch an den Flügeln hat ein interessantes Waffensystem. Und zwar kann ich das so anlenken und so das optimale Wirkung hat. Pilatuswerk haben später den Pilatus Pater konstruiert, wo dann die älteren Schiffszahlen gebaut worden ist. Pilatus Pelikan ist eigentlich ein bisschen im Prototypenstadium stecken geblieben. Vielleicht hat er dann Zeit eingeholt oder überholt. Aber es ist natürlich für uns Modellbauer interessant, so exklusive Modelle nachzubauen. Vor allem in dieser Ausführung. Das Modell ist nachher ganz links oben ausgestellt und Sie können ungeniert zum Markt und serviert Ihnen sämtliche Details können erklären. Irgendwann mit den 75 Kilo wunderbare Landung an der Kurve. Danke, Markus Frey. Hallo zu mir, dann können wir noch ein Interview machen, wo er uns ein bisschen erzählt. Und ich bin hier da drin zu führen. Ja, gut, gut, steigen.
Ritter. Das ist immer Mühe.